wenn du was versuchst und es klappt nicht, musst du was anderes versuchen, bis es klappt. Wir haben von Anfang an immer gesagt, ihr seid Schrott. Wir haben natürlich für unseren Alter auch schon, sag ich mal, viel Geld so. Hast du mal von den Älteren eine mitbekommen? Pack deine Koffer, du bist auch ein Paler, hat der Xabi Alonso wohl gesagt. Es ist natürlich schön, aber man lässt auch viel zurück. Am nächsten Spieltag durfte ich nicht dabei sein. Dann steht man im Camp Nou vor 90.000 Leuten. Wenn du Frauen überall siehst, dann musst du natürlich Kopf bewahren. Einfach weitermachen. Immer mehr machen. Es ist wichtig, andere Sachen für die Birne zu machen. Ich muss sagen, der hat mich echt auseinandergenommen. Ich war mit meinen Nerven und auch vom Körper komplett am Ende. Er macht das schon. Das ist Traumberuf Profi und ihr schaut einfach Fußball. Ich bin Ansgar Knauf, 21 Jahre alt, spiele auf der Außenbahn bei Eintracht Frankfurt und wohne jetzt seit gut anderthalb Jahren hier zusammen mit meiner Freundin sehr glücklich in Frankfurt. 06, 06, 9, Rock! Hi, willkommen bei uns zu Hause. Das ist meine Freundin Romina. Wir nehmen euch heute mal ein bisschen mit. Wer war so dein allerbester Gegenspieler bis jetzt? Als Defensivspieler auf jeden Fall Kyle Walker bei Manchester City damals. Offensiv würde ich sagen Vinicius Junior. Schon echt stark, wenn der am Ball ist, so ist schwer dagegen was zu machen. Gegen Barcelona zu spielen, gegen Real zu spielen. Hättest du dir das so vorgestellt? Hätte sich irgendwo bestimmt mal gewünscht und auch irgendwo mal drüber nachgedacht, wie wäre es, wenn man gegen die spielt. Aber es ist auch in dem Moment nicht so leicht zu realisieren, weil man das dann auch erstmal so wahrhaben muss. Dann steht man im Camp Nou vor 90.000 Leuten und spielt in einem internationalen Viertelfinale, so in Barcelona. Allein gegen so eine Mannschaft zu spielen, auch in der Startelf zu stehen und dann natürlich so ein Tor. Und aber auch das komplette Finale, ja, Europa League-Finale in Sevilla. Unglaubliche Stimmung im Stadion, Wahnsinnsspiel, 120 Minuten. Dann im Elfmeterschießen, im letzten Schuss, der Sieg. Du hast nicht geschossen? Nee, also ich habe schon von Anfang an gesagt, ich wäre ganz hinten beim Schießen, weil ich war nach den 120 Minuten, es waren 35 Grad, ich war mit meinen Nerven und auch vom Körper komplett am Ende. Wenn ich hätte schießen müssen, hätte ich ihn reingeknallt, aber ich hätte den anderen da den Vortritt gelassen. Haben ja alle getroffen, deswegen war es, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Nach dem Sevilla-Spiel die riesen Afterparty und so, das sind dann schon ja, coole Momente. Auch das Autokorso dann hier durch. Alles Sachen, die man einfach behält. Ist das manchmal auch nervig oder schade, weil er oft weg ist? Wir verbringen schon sehr viel Zeit zusammen. Und wenn er dann mal weg ist, eine Woche oder 10 Tage, dann bin ich halt meistens auch bei meiner Familie in Dortmund. Wenn jetzt mal Nationalmannschaft ist, aber ist jetzt auch nicht so oft wie jetzt so ein Turnier, da ist dann natürlich mal ein bisschen länger. Gehört halt dazu, ja. Das gehört dann dazu und es ist ja auch, wie gesagt, nicht so häufig. Ich bin Daniel Caligiuri, 35 Jahre alt, im Moment gerade vereinslos. Wie ihr seht, bin ich übergangsweise in meiner Wohnung in Villing. Ich hoffe nicht mehr so lang, dass ich dann meinen nächsten Verein in den nächsten Wochen bekomme. Ich habe eine Frau, zwei Kinder, die sind gerade um die Ecke bei den Schwiegereltern. Ich bin doch nicht ganz allein, mein Hund ist noch hier, chillt gerade in seinem Körbchen, der Milo. Schau mal da. Siehst du ihn? Sitz. So, Schweine. Jetzt hast du mich wenigstens nicht blamiert, ne, von den anderen. Alles gut? Mein Name ist Marc, viele sagen auch Agi. Kali und ich kennen uns schon, seit wir die ersten Schritte gemacht haben. Ich bin froh, es ist mein Trauzeuge. Ich bin der Patenonkel seines Kindes. Wir haben schon viele gemeinsame Tage verbracht. Ihr seht, wir sind hier an meiner ehemaligen Schule. Wir haben zusammen beim BSV 07 Schwenningen angefangen, Fußball zu spielen. Wir haben uns früher auch oft gestritten auf dem Platz. Du hast den Verein gewechselt und wir hatten ein Spiel und es ging um den Einzug, ich glaube, ins Halbfinale oder so. Kali ist mit dem ganzen Platz hinterhergelaufen. Ich hatte den Ball, hat mir halber die Hose ausgezogen. Ich sage, war kein Foul, war clever gemacht. Aber das ist kein Foul. Er zeichnet ihn dann auch am Ende des Tages aus, dass er diesen unbändigen Willen hat, jedes Spiel zu gewinnen. 100% Foul. Wenn man jetzt jemanden kennt, der Profifußballer ist, ist ganz normal. Denke ich, der gleiche geblieben wie früher, oder? Ja, so habe ich es, nehme ich es wahr. Wenn es irgendwann mal so sein sollte, dann brauchst du mir nicht drauf, dass ich wieder auf dem Boden bleibe. Sei Bescheid. Nicht schämen, Alter. War es kein Foul. Immer Stress, wenn der Rest schon längst schlief. Mit Perfekt und mit Dreck auf den Jeans. Mama, mach dir keine Sorgen, yeah. Jungs, wir sterben nie. Wie kam der Jubel zustande? Ich weiß es noch ganz genau. Und zwar haben wir da unten gespielt. Wir waren noch relativ jung, ich glaube so 17, 16, gegen ältere Jungs.
Und die haben von Anfang an immer gesagt, ihr seid Schrott. Irgendeiner hat dann mal gesagt, er macht aus uns Salat und hat so gemacht. Und wir haben das Spiel gewonnen und nach jedem Tor sind wir zu ihm gelaufen, haben ihn provoziert und haben auch so gemacht. Und so ist der legendäre Salah-Jubel entstanden. Mein größter Wunsch war immer, dass es irgendwann mal noch bei FIFA zu sehen ist. Ja, wenn man so überlegt, wo es den alles schon zu sehen gab. Ich glaube, im Old Trafford in Manchester, Champions League-Spiel. Das ist ein Riesenmoment, besonders. Richtig schön halt immer, ja. Der erste ist zum Reinkommen, der zweite geht an die Latte. Jetzt hoffe ich, dass ich meine Ansage halte. Also wenn ich gewinne, dann spielen wir das Spiel 10 Mal, bis er einmal gewonnen hat. Und dann tut er so, als ob das der eine Sieg war. Bist du ein schlechter Verlierer? Klar. Klar, bei allem. Auch wenn es nur Kartenspiel ist oder irgendwas. Ja, wenn du jetzt gewinnst, dann gratuliere ich dir. Aber ich hasse es zu fair today. Gott, das ist okay, hör mal auf. Yeah. I said I feel invisible. Hi, mein Name ist Leon Köhl. Ich bin 19 Jahre alt. Meine Position ist Sechser und ich spiele seit 12 Jahren bei Bayer Leverkusen. Der Tag, an dem ich gecheckt habe, dass es hier nichts mehr wird, der kam sogar relativ spät. Das erste Mal so ein bisschen ein Gefühl von Hilflosigkeit. Du denkst dir so, bin ich nicht gut genug oder keine Ahnung, warum ausgerechnet ich? Vor allem, du machst dir ja Sorgen, weil es geht um dein Leben und deine Zukunft. Du hast ja dieses Ziel im Kopf gesetzt und willst unbedingt Profi werden. Das ist natürlich dann erstmal schwer. So, vor 2 Wochen kam dann das Ding mit Amerika. Da war mein Vater im Urlaub gewesen. Er kannte schon einen Papa von einem Spieler, der hat das auch gemacht und der wurde jetzt in die MLS gedraftet. Hat der andere Vater zu meinem Vater halt gesagt, ja, ist das nicht eine Option für deinen Sohn, nach Amerika zu gehen? Mach das doch, der studiert nebenbei, der kann in die MLS gedraftet werden. Haben die mich eingeflogen jetzt vor einer Woche. Und dann habe ich mir den ganzen Campus angeguckt, die ganzen Leute kennengelernt, das Team kennengelernt, Möglichkeiten da, deren Facilities und so, das ist Bundesliga-Niveau. Sogar besser als Bundesligisten manche. So ein College ist fast so wie so eine kleine Stadt. Ich habe generell ein bisschen Orientierungsschwächen, sage ich mal. Ich werde mich da bestimmt verlaufen die ganze Zeit. In meinem Team sind auch 2 Deutsche. Und die meinen tatsächlich auch, das ist genauso wie ein Film. Partys, trinken, natürlich die ganze Zeit nur so Partys und schöne Frauen überall siehst, da musst du natürlich Kopf bewahren. Aber ich denke, ich werde das gut hinbekommen. Yeah, I'm ballin'. Yeah, yeah. Bro, guck, ich bin am Ballen. Guck mal, wer zum Star kämpft, mich hoch in Jordan. Flex. Vor dir geht hin am Ballen. Guck, der Kopf fickt hart, doch ich bin. Wo ich frei hatte, war ich jetzt jeden Tag hier. Mach hier 1, 2, 3 Stunden mein Programm insgesamt. Wenn du da jetzt so ein bisschen, sag mal, schleifen lässt, und bei mir ist dann so, dann fällt es mir schwer, dann wieder so hochzufahren. Auch wenn man es abends macht, danach kann man immer gut schlafen. Das ist ja auch wichtig. Gut schlafen ist mit das Wichtigste. Wenn ich 3, 4 Stunden schlafe, dann will man nicht bei mir sein, glaube ich. Du hast ja jetzt im DFB-Pokalfinale gar nicht mehr gespielt. Du warst nicht mal im Kader. Wie kam's? Waren jetzt am Ende, ich glaube, 4 oder 5 Spieler nicht im Kader. Und da habe ich dann auch zugehört. Es ist in dem Moment natürlich, ja, extrem enttäuschend. Ich war auch extrem enttäuscht, sauer, wütend. Ja, in dem Moment und auch, sag mal, die 1, 2 Tage danach ist es schwer, damit umzugehen. Weiß nicht, im Kopf ist das bei mir so geworden, dass wenn ich irgendwie einen Rückschlag habe, in egal was für einer Form, dass ich versuche, das einfach in was Positives umzumünzen, noch mehr zu arbeiten, noch mehr Gas zu geben, um das, sage ich mal, wieder zu kippen und wieder positiv zu gestalten für mich. Fußball war bei uns in der Familie immer ein ganz großes Thema. Dadurch, dass mein Bruder 4 Jahre älter ist und auch Profi war, hat mein Vater natürlich alles versucht, auch mich dahin zu bringen. Wir waren besser von euch. Das ist immer schwer zu sagen. Man sagt immer, der jüngere Bruder wird besser als der größere. Also klar, mein Bruder ist älter, er war der Bessere auf jeden Fall. Früher habe ich auch sehr viel gelernt von ihm. Danke nochmal an dich, Marco. Mein Bruder hat ja beim VfB Stuttgart seinen ersten Profivertrag unterschrieben, hat dann organisiert, dass ich beim VfB Stuttgart eben zum Probetraining darf. VfB Stuttgart hat mich damals nicht übernommen. Ja, war ich ziemlich enttäuscht. War ein sehr harter Rückschlag für mich. Deswegen ging dann der Weg zu Freiburg. Also am Anfang hatte ich bisschen Schwierigkeiten, muss ich sagen, aber die ganze Umstellung da zum großen Verein zu wechseln, von kleinen Heimatverein. Dann gab es 1 Spiel und da habe ich ein Weltklasse-Spiel gemacht. Und eine Woche später rief mich der Christian Streich an und hat gemeint, ja, du bist bei den Profis dabei. Ja, nächste Woche stand ich plötzlich
vor 30.000, 40.000 Zuschauern in der Arena und habe mein erstes Bundesligaspiel gemacht. Wenn du in die Kabine kommst, du getraust dich einfach nicht, ich zu sein. Du hast Respekt, bist schüchtern und weißt nicht, wie jeder Spieler tickt. Muss sagen, ich war die ersten zwei Minuten war ich sehr übermotiviert, weil ich natürlich alles zeigen wollte, habe direkt die gelbe Karte bekommen. Habe aber dann Assist gegeben und wurde in der Halbzeit ausgewechselt. Der Trainer meinte nach dem Spiel, das war nur erstes Bundesligaspiel, gelb-rot gefährdet vielleicht. Aber ja, du musst das alles erstmal sacken lassen, was da passiert ist. Darauf blickt man immer wieder gern zurück auf so eine schöne Momente. VfL Wolfsburg, die Zeit, als ich mit Kevin De Bruyne die Ehre hatte, zusammen Fußball spielen zu dürfen. Jetzt auf Ibiza habe ich ihn gesehen, ist immer gleich geblieben, super, super geiler Typ, bodenständig. Als ob wir immer noch zusammen spielen. Macht auch gerade so eine super Karriere, weil er auch vom Typ her sehr, sehr top ist. Negativ, ja. Da fällt mir nur eins ein, dass wir einen Mitspieler verloren haben. Das war Junior Malanda. Ist immer schwer, darüber wieder zu sprechen, weil dann immer wieder in die Zeit zurückdenkst, wie das war in der Kabine und alles. Der saß immer genau gegenüber von mir. Und von einem Tag auf den anderen war der nicht mehr da, weil er nicht mehr auf der Welt war, weil er einen Autounfall hat und dabei leider verstorben ist. War eine schlimme Zeit für uns, für den ganzen Verein, und weil das einfach ein guter Junge war und man sieht, man muss jede Sekunde im Leben genießen, weil es jeden Menschen treffen kann, dass von heute auf morgen die Zeit vorbei ist. Besondere Geschichte, das war so fast 10 Uhr abends. Ein Scout von Bayer Leverkusen hat gesagt, dass der Leon auf einem Turnier gesehen hat. Und ich habe gesagt, warum rufen Sie so spät an? Es ist 10 Uhr. Ich dachte, ein Freund von mir würde mich irgendwie veräppeln. Es war aber jemand von Bayer Leverkusen. Wir haben uns dann zum Probetraining verabredet. Und Leon hat in dem ersten Probetraining so überzeugt, der Trainer, der damalige U8, Jürgen Hackmanns, der hat nicht mehr mit mir geredet, sondern mit Leon und hat ihn gefragt, möchtest du zu Bayer Leverkusen kommen? Und dann hat er ja gesagt und ich stand daneben und habe gedacht, scheiße, ist alles schon gelaufen, alles schon entschieden. So sind wir zu Bayer gekommen. Man ist sehr, sehr stolz auf seinen Sohn. Man denkt, dass der Junge schon in der Bundesliga ist, wenn man ehrlich ist, so als Eltern. Wenn ich mal scheiße gespielt habe, dann war er auch ein bisschen schlechtere Stimmung, sage ich mal. Immer nach jeder Aktion habe ich immer rausgeguckt dann und habe geguckt auf seine Reaktion. So krass war das dann sogar damals. Zu Beginn war ich einfach zu intensiv dabei und wollte, dass jede Aktion gelingt. Ich wollte, dass der Leon viele Tore schießt und habe dann schon mal laut seinen Namen gerufen. Das ist aber auf Dauer. Das ist Druck. Das tut den Kindern nicht gut. Und habe irgendwann gesagt, weißt du was, mach dein Bestes. Du machst das schon. Und da wo wir das umgestellt haben, ab da lief es eigentlich, weil er sich komplett auf sich fokussiert, weil er frei aufgespielt hat. Es ist nicht wichtig, für welchen Verein du spielst, es ist wichtig, dass du für dich spielst. Wenn du dich da auf dich fokussiert und Spaß daran hast, spielen wir für Köln, dann spielen wir für Bayer Leverkusen, das ist eigentlich nicht entscheidend. Da werden jedes Jahr neue Spieler gesichtet, einige aussortiert, dann entsteht automatisch ein Druck. Und halt die Kunst ist das, diesen Druck den Jungs, den Kindern, dem Leon wegzunehmen. Wenn man 12 Jahre Leverkusen gespielt hat, alle Mannschaften mitgemacht hat, dann hatte man schon die Hoffnung, dass Leon hier in Deutschland irgendwo in der Nähe einen guten Verein findet, hier irgendwo in der Gegend studieren geht und seinen Weg macht. Die Universität hier Maryland hatte großes Interesse und dann dachte ich, ja, soll er mal hinfliegen? Wird er wiederkommen? Wird wahrscheinlich sagen, nee, ist nicht für mich. Ich bleibe bei Papa und Mama, ist ja alles bequemer und angenehmer. Aber dann war da alles anders. Ich konnte schon in den ersten Telefonaten sehen, dass er begeistert rüberkommt. Ich habe ihn zum Flughafen weggebracht, nach Frankfurt. Und die Rückfahrt habe ich die ganze Zeit so nachgedacht, warum muss mein Junge so weit weggehen? Aber er macht das schon. Ist es für dich? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, 8 Jahre Regionalliga spiele oder so, für 700 Euro im Monat, wenn es hochkommt, da kann ich ja mein Leben von nicht finanzieren. Ich denke, das ist der bessere Weg für mich. Ende 2020 habe ich meinen Erstvertrag in Dortmund damals unterschrieben. Das war damals natürlich für mich auch ein sehr besonderer Moment. Ich habe halt seit ich 14 war in Dortmund im Internat gelebt. Es ist natürlich schön, aber man lässt auch viel zurück. So. Ich ziehe zu Hause aus mit 14 Jahren, neue Schule, neues Umfeld und es ist nicht immer alles einfach so. Und deswegen ist es dann natürlich, wenn man dann, sag ich, aus der Jugend rauskommt und seinen ersten Vertrag unterschreibt, ist das ein
ein tolles Gefühl, weil einem das so eine Bestätigung für die letzten Jahre einfach gibt. Ich war natürlich nervös, so, das ist, glaube ich, klar. Ich glaube, das ist jeder, weil wenn man weiß, was für Spieler da sind, was die alle schon erreicht haben, auf was für einem Level die spielen und damals auch noch Haaland, Sancho, es war schon, also es war eine Hammermannschaft. Man will sich selbst und auch den anderen ja dann irgendwie zeigen, beweisen, dass man auch, sage ich mal, ja, mithalten kann. Der größte Teil, da muss man immer ehrlich bleiben, sowohl in den Mannschaften als auch im Internat, schafft es am Ende nicht in den gut bezahlten Fußball, heißt jetzt erste oder zweite Liga. Zählen so viele Sachen mit rein, da gehört Glück viel dazu. Das muss man immer ehrlich sagen, muss am richtigen Moment, am richtigen Ort sein, im richtigen Moment richtig performen und die richtigen Leute überzeugen. So. Und darf sich nicht verletzen in entscheidenden Phasen. Es ist immer eine Chance, die, auf die man sich einlässt so, und für die man auch viel, sage ich mal, in Kauf nimmt. Ich bin 21. Wenn man jetzt in dem Alter noch nicht, sage ich mal, oben in der ersten oder zweiten Liga angekommen ist, hat man ja immer noch die Möglichkeit, das trotzdem noch zu schaffen. Da hast du bei 10 Spielern 10 unterschiedliche Geschichten. Der eine geht den Weg über Drittliga, einer über Regionalliga, einer ist mal ein halbes Jahr komplett vereinslos, einer geht mal ins Ausland, einer lässt sich ausleihen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Geschichten. Und alle Geschichten können auf ihre Art funktionieren. Oh ja, Essen. Endlich Essen, ey. And I'd like to give a shout out to my niggas with the game plan. And shout out to my niggas with escape plans. 20 bands, rain dance. Um mich fit zu halten, gehe ich jetzt erstmal ein bisschen laufen, um mich auszukotzen, damit ich, wenn der Verein kommt, dass ich da voll mit am Zuge bin und angreifen kann. Ich bin jetzt fertig, bin startklar. Ja. Die Kameras ist ja nicht gewohnt. Ich bin startklar, von mir aus können wir loslegen, damit ich auch ausgepowert heute Abend bin. Let's go. Die Jugend heutzutage ist ganz anders, wo ich noch Jugendspieler war. Hat man knallhart durchgegriffen, sage ich jetzt mal. Oder hast du mal von den Älteren eine mitbekommen? Bei meinem allerersten Trainer, Christian Streich. Ich weiß gar nicht, ob er das noch weiß. Bin ich einmal zu spät zum Training gekommen am nächsten Tag. Beim nächsten Spieltag durfte ich nicht dabei sein. Wenn du Bock hast, Fußball zu spielen, nicht spielen zu dürfen, war das die härteste Strafe als Jugendkicker. Da hat es bei mir vielleicht noch mal so einen Klick gegeben. Sag, ey, jetzt konzentriere dich mal nur auf Fußball, wenn das dein Traum ist. Und ich denke, ja, da habe ich ihm auch sehr viel zu verdanken. Zurzeit höre ich auch für meinen Sohn, dass er auch mal die Kindheit von mir hatte. Das war so meine Kindheit. So. Und wenn man das seinen eigenen Kindern so ein bisschen mitgeben kann, weißt du, ist auch immer schön, was du erlebt hast. Aber das höre ich immer nur allein, wenn meine Frau nicht dabei ist. I feel like I take life easy, you'll never see me on the driver's wheel. Always the passenger side of the journey, let me sit back and enjoy my meal. Nonchalant, I keep myself to myself. You ain't gonna hear my plans, I keep my circle small. Seen too many man try giving their hope and hand. Haha, they see me winning, I'm making more and I'm speaking less. I prove them wrong every time I sing. Also ich gehe jetzt zum Individualtraining, um mich ein bisschen fit zu halten in der Sommerpause, bevor ich jetzt in die USA gehe. Ein bisschen Technik, Basistechnik, Zweikämpfe, lange Bälle, Schüsse. Einfach um ein bisschen drin zu bleiben und auch Läufe am Ende, damit ich meine Fitness behalte für die USA. Sauber! So, gut so, gut so, komm, rumkommen! Genau, gut! Drin bleiben! Der fährt wie ein Skifahrer auf dich zu. Größte Stärke würde ich sagen, Mentalität, das macht einfach im Spiel extrem viel aus. Die größte Schwierigkeit für die meisten ist tatsächlich Handlungsschnelligkeit. Das ist so der größte Unterschied zwischen Junioren und Senioren. Er ist jetzt auf einem sehr guten Level, sowohl fitnessmäßig, mental, aber als auch fußballerisch, um drüben richtig Gas zu geben. Genau, jetzt noch 6 Läufe zum Abschluss und dann war es das für heute. Ich bin Farouk, ich bin 19 Jahre alt, ich spiele bei Borussia Dortmund, habe mit Leon bei Leverkusen gespielt. Und seitdem sind wir in Kontakt geblieben. Also ich achte schon darauf, dass ich nicht zu viel Scheiße esse, sage ich mal so. Also ich trinke halt eigentlich nur Wasser so. Das ist so, keine Ahnung, darauf achte ich. Ich nehme Sake Maki, Sake Nigiri, Spicy Salmon Baked. Als Vorspeise nehmen wir noch Edamame, bitte einmal. Doch gesagt, ich hab Kacke heute. Also bei mir war mein erster Jugendvertrag mit 15. Kleiner Vertrag halt bei Leverkusen halt für die U17. Ich glaube, ich 400 Euro mit verdienen. Wir haben natürlich für unseren Alter auch schon, sag ich mal, viel Geld so. Also wir müssen schon auf viel verzichten. Unsere Kollegen aus der Klasse oder Schule schreiben ja, hey, komm feiern und so. Ich glaube, das lohnt sich aber auch, dass du darauf verzichtest. So, das ist gut für deinen Körper, sag ich mal. Ich habe das nie so bereut, so, weil
So ab und zu Party kann man ja mal machen, ist auch cool so, das mache ich auch manchmal. Aber so diese jede Woche und so, das ist gar nicht so mein Ding. Ich glaube, jeder von denen wird jetzt mit mir tauschen, um in meiner Position zu sein. Du hast ja jetzt, glaube ich, 10, 11 Jahre bei Bayern gespielt. Da finde ich es auch gut, dass du dann gesagt hast, du machst das Neue so. Ich glaube, das wird auch gut zu dir passen, der Lifestyle da, wie ich dich kenne. Er will ja ein paar Jahre in der MLS spielen, traue ich ihm auch zu, weil ich glaube, der Fußball da ist halt nicht so weit wie hier in Europa. Und ich glaube, dass er da schon zu den Besten gehört. She been abused by all these men in the pursuit of love. We suited up. Never mind the Beyonce. Du hattest ja aber auch Überschneidungspunkte mit einem anderen Spieler von Dortmund, der auch extrem gehypt war. Ich habe mit Youssoufa zusammengespielt, meine ganze Jugend lang. Vor allem in der Phase U15, U16, U17 war das schon was Besonderes, sage ich mal, weil er da natürlich voll aufgedreht hat, alles zerschossen hat. Ich habe ihm das gegönnt und ich habe aber halt auch gesehen und auch mitbekommen, dass das ja nicht alles immer nur gute Seiten hat. Ne? Zwei Spiele, kein Tor geschossen, stehen da schon drei Artikel drüber. So. Wo dann immer die Fragen in den Raum gestellt wird, funktioniert es noch? Ist er gerade in der Form, in einem Formtief oder dies oder das? Muss man auch lernen, einfach damit umzugehen, weil das ist auch nicht immer einfach. Bist du froh, dass es nicht so krass war wie bei ihm? Ja, sage ich ganz ehrlich, ja. Was auf den alles eingeprasselt ist, sowohl positiv als auch negativ von allen Seiten, war schon nicht so einfach und das hat er echt gut gemeistert. Ja, kann man sich echt ein Beispiel dran nehmen. Mein erstes Bundesliga-Tor, das war auch ein Moment, der mir natürlich immer in Erinnerung bleiben wird. Es war jetzt ja nicht in irgendeinem Spiel, es ging um die Champions-League-Plätze und wir mussten auf jeden Fall punkten. Und deswegen war es dann der Siegtreffer und es waren wichtige drei Punkte. Deswegen war es die Freude danach umso größer. I came from nothing, I had to go get it, I had to finesse up the gangway. I done did everything for the niggas that I love, who stuck in the chain. So mit 12, da habe ich halt Balljungen in der Champions League auch oft gemacht. Unter anderem, da hat Leverkusen gegen Ronaldo gespielt, also gegen Juve damals. Vor allem Ronaldo ist mein Lieblingsspieler. Den mal im Nahen zu sehen, also ich habe dem sogar, glaube ich, einen Ball zugeworfen. Das war schon eines der krassesten Sachen, ja. Hier ist der Kontakt zu den Profis relativ nah, weil wir alle am selben Trainingsgelände trainieren. Und man grüßt sich natürlich auch, weil die wissen, dass wir U19-Spieler sind. Der beste Mitspieler, mit dem ich je gespielt habe, das ist schwer. Natürlich stand ich einmal mit zum Beispiel Spielern wie Flo Wirtz oder so auf dem Feld oder Diaby. Die haben natürlich schon eine hohe individuelle Qualität. Ich würde schon sagen, Flo Wirtz war schon der Beste. Ja. Der beste Gegenspieler, gegen den ich je gespielt habe, da war ich, glaube ich, in der U14 oder U13, habe ich mal gegen Gavi gespielt, der jetzt bei Barca da ganz oben ist. Der war auch sehr, sehr gut damals schon. Damals war er echt ein sehr, sehr kracher Techniker. Und wir haben ja gegeneinander gespielt, weil er war Sechser, ich war Sechser. Ich muss sagen, der hat mich echt auseinandergenommen. Gegen Enden war mein Kontakt zu den Profis dann auch, sage ich mal, ein bisschen stärker, weil ich dann auch am letzten Bundesligaspieltag, da war ich dann auch im Kader. Das war eine sehr, 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 sehr wilde Geschichte. Unsere Saison war schon zu Ende von der U19. Und dann war ich tatsächlich mit einem Kollegen in Düsseldorf. Wir wollten ein bisschen shoppen gehen. Dann auf einmal ruft mich mein Trainer an. Ich war am Essen. Ich dachte mir erstmal, was will der von mir? Ich bin gar nicht rangegangen. Dann hat er mich nochmal angerufen. Dachte ich, hey, es ist krass, das muss wohl dringend sein. Dann bin ich halt rangegangen und dann meint mein Trainer zu mir, ja, kannst du in einer Stunde in der Bayer Arena sein? Ich so, hey, krass, wie, warum? Also ja, die Profis brauchen dich. Pack deine Koffer, du bist auch im Kader, hat der Xabi Alonso wohl gesagt. Dann musste ich meine Mutter anrufen, musste ich ihr sagen, pack die Tasche und alles, hat die nach Leverkusen gebracht. Mein Kollege und ich sind dann kurz nach Leverkusen gefahren, haben die Sachen genommen. 45 Minuten zu spät mit dem Koffer in die Kabine gekommen. Die haben mich erstmal alle komisch angeguckt. Haben wir in der ersten, sage ich mal, nach 9 Minuten direkt eine rote Karte bekommen. Und dann wusste ich schon, das war's heute. Ich war froh, dass ich mich überhaupt kurz aufwärmen konnte, aber so, ich hatte nach 9 Minuten schon keine Hoffnung mehr, das Spiel, ehrlich gesagt. God's plan. God's plan. I hold back, sometimes I won't. Das letzte Jahr war so eher die schwerste Zeit, wo es einfach sportlich nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorstellt. Und dann merkt man natürlich schon, dass es ihm vielleicht auch nicht so gut geht. Und da versucht man natürlich dann vielleicht gerade noch ein bisschen mehr da zu sein, öfters Kontakt zu pflegen, einfach auch ein offenes Ohr zu haben. Ja. Wenn jetzt ein Angebot kommen würde aus Saudi-Arabien, 900 Millionen. Ich denke, ich würde es lügen, wenn ich Nein sagen würde, würde ich nicht machen. Aber muss ich mit meiner kompletten Familie besprechen, mit meiner Frau vor allem, mit meinen Kindern, weil kein Geld der Welt ist so wertvoll wie die Kinder. Und was bringt mir das Geld, wenn es den Kindern dort nicht gut geht, zum Beispiel jetzt? Ins Ausland, warum nicht? 80% im Fußball gehört Kopf dazu, wie du dann mit der ganzen Drucksituation, mit dem Shitstorm, sage ich jetzt mal, mit den ganzen Nachrichten, wo du bekommst, umgehst. Von außerhalb einen Mental Coach zur Seite zu nehmen, das hilft vor allem für die Birne. Man versucht auch, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen, dass man nicht nur Fußball im Kopf hat. Ich habe damals Schlagzeug angefangen. Das ist wichtig, andere Sachen für die Birne zu machen, auf jeden Fall. Das ist, keine Ahnung, das ist mein Leben, das ist das, was ich am meisten liebe. So. Und man soll ja im Leben machen, das, was man liebt. Und ich würde das genauso wieder machen. So.
Ich habe sehr viele neue Leute kennengelernt, sehr viele Sachen erlebt. So klar, es ist nicht immer leicht, so, man opfert auch viel von seiner Kindheit. So, weil viele gehen dann, keine Ahnung, freitags irgendwie auf so eine Hausparty oder gehen saufen dann mit ihren Freunden. Und ich bin dann halt zu Hause, weil ich früh schlafen gehen muss, weil ich Samstag Spiel habe. Aber ich habe das mit Liebe gemacht und keine Ahnung, deswegen, ich würde das genauso wieder tun. Wenn man einen Traum hat und ein Ziel hat, wenn man ein Ziel vor Augen hat, muss man so lange was für das Ziel tun, bis man es erreicht hat. Auch wenn es schwer ist, auch wenn man vielleicht Rückschläge hat oder man denkt, das Ziel gerät irgendwie in Gefahr. Einfach weitermachen, immer mehr machen und dann wird man sein Ziel irgendwann erreichen. Wenn du was versuchst und es klappt nicht, musst du was anderes versuchen, bis es klappt. Egal, was dir irgendwelche anderen Leute erzählen, wenn du selber was erreichen willst, muss es von dir selbst kommen und es muss von dir innen drin kommen. Und wenn dir irgendwer sagt, du musst das und das und das machen, um das zu erreichen, wirst du es nicht schaffen. Bin nicht mehr derselbe, heute bin ich ich selbst. Hab gekämpft für Erfolg mit dem richtigen Herz. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne die beiden anderen Videos hier abchecken. Und denkt dran, liked das Video, abonniert den Kanal und hoffentlich sehen wir uns bald wieder.